Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Und ja, warum stehe ich denn gerade nackt rum und warum hat es mich eben gerade hier so weggezuckt? Heute ist sozusagen der Umzug. Ich möchte mein neues Heim beziehen. Ich habe schon ein bisschen weitergemacht. Ich hatte ja mir eine große Kiste gebaut und habe da schon großteils irgendwelches Zeug reingestellt. Hallo? Hier ist ein Ice Wyvern. Warte mal ganz kurz. Sitzt doch bei zum Übernehmen. Bitte nicht immer schenken, Freunde. Ich weiß, ich nehme es jedes Mal an, weil ich ein bisschen, ne, weil ich Geschenke einfach nicht stehen lassen kann. Aber bitte, 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 bitte. Gut, eine Ice Wyvern kriege ich hier nicht. Das macht schon Sinn. Also ein Ice Wyvern auf Scorched Earth, das, ja, das macht schon Sinn. Ja, ich muss umziehen. Ich muss sehr viele Tiere mitnehmen. Und ich. Heute wird echt ein Rundflug. Wir nehmen gleich einfach mal den Ice Wyvern. Jetzt kriege ich den da oben nicht runter, weil der zu fett ist, ne? Ach, warte. Da war. Reiten. Gut, jetzt muss ich einzelne Tiere wegbringen. Ich zeige euch gleich, wo ich baue. Das einzige Problem ist, sie haben gerade ziemlich Hitze und ich habe nicht so viele Klamotten, dass ich mich hier irgendwie von der Hitze ein bisschen schützen kann. Was nehmen wir denn als erstes mit? Wir nehmen mal. Komm, ich greife einfach mal. Oh, der Enki. Gut, Enki, ich weiß nicht, ob ich dich da hinten wirklich gebrauchen kann, weil da nichts ist, wo ich dich einsetzen kann. Aber wir bringen ihn erstmal hin. Ich zeige euch dann, was ich bis jetzt gemacht habe. Es ist noch nicht viel. Ich habe zwar schon eine Lehmhütte mit ein klein bisschen Schnickschnack so gemacht, aber ist noch lange nicht fertig. Und diesmal habe ich eine bessere Konstruktion gemacht, zwecks ja, der Aufzucht, die ich irgendwann machen will, zwecks Brut und sowas alles so. Dann ich habe jetzt wirklich alle Klimaanlagen in eine gestopft. Das zeige ich euch auch gleich. Ich weiß, ich rede schon viel zu viel wieder voraus, ohne. Ich könnte es euch auch einfach zeigen, ne? Okay, machen wir auch gleich. So, da unten ist die kleine Oase und ihr seht schon, ich habe ja, eine neue Stelle angefangen, weil die vorne, die muss ich gleich noch ein bisschen wegreißen. Es war, oder ich mache das später mit meinem Gewächshaus drauf. Weil ihr seht schon, das ist immer ein bisschen blöde hier mit den Kanten, dass das so ein bisschen übersteht. Das haben wir letzte Folge ja mitgekriegt. Deswegen habe ich es mir hier drüben hingebaut und wir haben zwar auch eine Kante, aber. Naja, die sieht ein bisschen schöner aus als das da vorne. Habe hier auch ein größeres Tor reingemacht, damit ich mir die Viecher hier rein und raus zuppeln kann. Und hier seht ihr, das ruckelt wie Bolle. Wenn ihr so viele Klimaanlagen in eine stellt, das lackt. Aber übel. Schau dir das an. Die Frames gehen total in den Keller. So, ja, da hinten meine Werkbank drin. Hier zwei Tresore, da mein Bett, da mein Fabricator, ist aber alles noch nicht angestellt. Ich habe alles in der alten Bude gemacht, habe hier alles rübergeräumt und erstmal aufgebaut. Pupsi wartet schon hier vorne, ja, Pupsi, ist ein ganz feines Pupsi. Und jetzt müssen wir eigentlich, ich muss jetzt zurückreisen übers Bett und da können wir die nächsten Tiere holen. Das ist mir das hier, Alter, Rampe. Ich habe schon wieder die Rampe vergessen, ich komme immer nicht in die Türen rein, weil ich zu fett dazu bin. Wir müssen jetzt noch ein paar Mal hin und her reisen, dass wir die Viecher rankriegen und dann schauen wir mal weiter, wie wir hier die Sache angehen. Ich muss ja noch sehr viel Zeug rüber transportieren, das wird auch noch lustig. So, wir sind in der Bude. Ich guck mal, was wir am Essen alles tragen können. Wir müssen jetzt so viel mitnehmen wie möglich, aber nicht so viel, dass die Viecher dann irgendwann überlastet sind und mich nicht mehr tragen können. Schränke, Schränke, Schränke. Schmeiß den später alles erstmal in eine Vault rein. Dann habe ich wieder das totale Chaos da drin. Das kennen wir ja von mir. Hier war ja noch was drin. Stimmt, die Töpfe habe ich nicht aufgebaut. Aber gut, die sind ja, denke ich mal, schnell gemacht. Was haben wir hier noch drin? Hier habe ich noch mal ein bisschen Rohsalz drin. Und komm rüber da! Hier hinten hatte ich, glaube ich, noch ja, ein bisschen Polymer, Siliziumperlen. Habe ich schon sehr viel heute verbraucht. Und ja, das haben wir jetzt auch leer. Da können wir jetzt eigentlich mal wegreißen, ne? Abreißen. Komm. Rums. Was haben wir hier noch drin gehabt? Hallo? Man drücke Viereck und es passiert nichts. So. Zack. Können wir jetzt auch abreißen. Da muss ich mal gucken, dass ich alles wegreiße, was ich jetzt hier schon abgebaut habe. So. Zap. Ich weiß, das ist wieder so eine richtig schöne, spannende Aufgabe. Er reißt seine Bude nieder. Das machen sonst eigentlich andere für mich. Also, mit die Bude zerstören. Was haben wir hier eigentlich noch drin gehabt? War da noch was drin? Ne, das dürfte alles schon weg sein. So, du kommst auch weg. Und die Töpfe, kann man die eigentlich wieder aufheben? Die kannst du... Warum, ne? Warum zum Teufel kann man Töpfe
nicht mitnehmen? Warum muss man Töpfe abreißen? Steht da? Normalerweise, wenn du jetzt zu Hause eine Blume hast, also so ein kleines Blümchen in so einem riesen Topf, da klopfst du auch nicht den Topf kaputt, nur weil du die, na gut, vielleicht gibt es manche, die den Topf kaputt kloppen und dann, ne, das kleine Blümchen in den anderen reinsetzen. Komm, das machen wir jetzt einfach hier weg. Ich bin hier gleich total hart überladen. Hier war auch nichts mehr drin, das können wir wegmachen. Und ich versuche dann noch später in meinem Haus, ja, die Bude, wie soll man das sagen, ein bisschen schöner zu machen. Also jetzt nicht total den Schrott da zu klatschen. Ja, du hast auch noch so viel drin. Wer ist jetzt hier von euch nicht so hart beladen? Guck mal, Giftwyvern, wie sieht es bei dir aus? Wie viel kannst du überhaupt tragen? Ah, fast voll. Dann bringen wir dich einfach mal kurz weg. Du kommst auch noch, ne? Dann müssen wir sowieso noch ein bisschen Fleisch und alles drum und dran besorgen. Falsche Taste, komm. Ich muss so weit fliegen. Da ist noch ein anderer Wyvern, hallo. Ich muss mal ganz kurz was einsammeln. Komm, Pferd! Oh. So, ich habe mein Pferd. Auf geht's. Achso, ich habe ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe hier vorne noch eine Wasserquelle, die ich anzapfen werde. Und die Turrets, die bei mir oben auf dem Dach sind, sind, ja, so sagen, keine Verteidigung gegen Spieler, sondern erst gegen, Pferd? Was machst du da? Sondern eher, naja, wie soll man das sagen, die Wildtiere. Weil ich habe da vorne ein Schild gesehen, da hat einer drauf gesch... Todeswurm. Hau ab! Böser Todeswurm! Böser Level 1 Todeswurm! Der macht mir die Bude kaputt, wenn er so weiter geht. Aber ich muss mal... Das war wieder ein Problem. Ah! Und er hat meine Bude zerstört. Ah! So ein Arsch! Komm, Wyvern! Mann! Jetzt hat er mir oben die ganze Bude kaputt gerissen. So ein Arschloch! Ach, Mann, das waren wohl zu wenig Turrets. Und er hat mir die ganze Innenseite kaputt gemacht. Ach, Mann. Das muss ich alles wieder zukleistern. Mann, der blöde Todeswurm, warum kommt der dann auch so nah ran? Ach, da werde ich mir halt eine Metallbude bauen. Die vorne, die Wand hat er ja auch kaputt gekriegt. Ja, da baue ich mir komplett Metallbude und mache hier innen drin ja, einen Haufen Klimaanlagen hin, dass ich hier nicht verrecke. Guck. Jetzt kommt der Nächste, der mich auslachen will. Mann, der hat mir alles kaputt gemacht. Dieser Kackwurm. Der hat mir jetzt total die Tour versaut. Ah, der haut aber auch ein Damage raus. Ne? Gleich noch die Metallwände mit kaputt gekloppt. So ein Arsch. Oh Gott, wie kriege ich denn die anderen Tiere hier alle noch weg? Weil manche können ja gar nicht fliegen. Oder manche können gar nicht, ja, können andere Tiere gar nicht tragen. Das heißt, ich muss mit den Rexen später noch eine Tour ziehen. Und du kannst ja auch nichts tragen, ne? Oh Gott. Ich mag die Todeswürmer nicht. Ey, ich habe jedes Mal gesagt, ich suche wirklich Todeswürmer, weil ich hier noch nie einen gesehen habe. Und jetzt mache ich das Video, nachdem ich die Bude fertig hatte. Und der ruckt mir die Bude weg. Mann. So, Freunde, der nächste Tag ist angebrochen und ich habe zumindest einen Teil der Bude wiederherstellen können. Ich habe jetzt noch ein paar Turrets mehr oben drauf gemacht. Und ja, drinnen... Jetzt sieht ein bisschen bunt aus, ne? Also temperaturmäßig, ihr seht schon, ich bin fast tot, weil ich die ganze Nacht an Überhitzung hier leide. Muss ein bisschen gucken, dass ich irgendwie die Klimaanlage so stelle, dass ja, ich die Bude zumindest in ein angenehmes Klima bekomme. So, wenn ich jetzt gerade hier genau vor dem Ding stehe, geht's ja. Für die Räume, da wird man unterfangen. Also ich muss jetzt erstmal nochmal die restlichen Tiere holen. Hier war auch jemand mit der Tech-Ausrüstung.
Der ist hier rumgeflogen. Ich glaube, das war einer der Admins. Warte mal. Er hat da hinten irgendwas aufgestellt. Irgendwas an der Text geschrieben. Der Text hat keiner was geschrieben. Aber der Admin ist hier rumgeflattert und hat hier das Ding hingestellt. Phantom Warriors. Du warst doch kein Admin. Warum? Ach, zum Tiere hoch und runterladen. Das ist ja ganz praktisch, das Ding jetzt. Kann man das einfach so nutzen? Unverschlossen. Ja. In der Theorie könnte ich jetzt meine Tiere hoch und runterladen. Also war es doch kein Admin. Das war der Valhalla. Oder ich glaube Neos oder so. Die beiden sind ja da, glaube ich, in einem Tribe. Muss man zugucken. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen was in der Tasche. Das verliere ich gleich. Aber ich bin so schnell wieder zurück. Da ist das schon mal wurscht. So. Und Krebs. Hier drin ist schon großteils alles leer. Das Material. Ich weiß gar nicht, ob ich das Material noch brauche, was hier alles rumsteht. Jetzt wäre es eigentlich recht interessant, die ganzen Flugtiere hier mal rauszuholen. Oder die Yutis. Ich habe ja noch einen Wyvern, stimmt ja. Die bringen wir auch mal mit. Die können wir ja alle noch in den Turret-Modus stellen. Ich muss mal gucken, was er noch tragen könnte. Ich müsste eigentlich großteils das vom Viehzeug hier schon weg haben. Guck mal, Dödi. Nehmen wir mal Dödi mit. Und was fehlt? Ich hätte noch einen Tüler, oder? Ah, das steht da unten drin, ne? Ich den Tüler erstmal mit, oder? Ich meine, Dödi, die können wir später holen. Ne, der Dödi, der ist so scheiß langsam. Ich nehme doch lieber den Dödi mit und laufe dann später mit dem Tüler. Aber wir müssen ein bisschen überlegen hier, was ich überhaupt mache. Ach, gut. Dödi rüber und ich hoffe eben nicht, dass schon wieder ein Todeswurm kommt. Denn ich habe oben in den Turrets noch keine Munition drin. Zumindest ich habe in drei Stück habe ich vorne Munition drin. Die anderen sind noch nicht beladen, weil ich noch keine Zeit hatte, Munition zu craften. Nicht, dass jetzt wieder so ein blödes Kackvieh kommt. Dann raste ich aus. Das Scheiß gegen die Wand, das kannst du wissen. So, du kleiner Knutschkuller. Mach dich mal aufs Dach, oder? Guck mal ganz kurz. Auf jeden Fall. Muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich das mit den Drachen hier mache. Weil ich meine, wenn ich die wirklich so einstelle, dass er zum Beispiel. Beauty? Genau daneben geklatscht. Ja, dass ich den Turret-Modus stelle, dass ich habe ja drei Stück, dass ich die mal irgendwie hier mal ein bisschen so aufbaue, dass die mir zumindest hier mal ein bisschen was verteidigen können. Und ich hoffe nicht, dass hier noch so ein Todeswurm kommt, sonst kriege ich irgendwann echt... Kriegst du ja echt eine Waffel mit den Biestern. Turrets bewegen sich da oben schon wieder, das bedeutet nichts Gutes. Ja, sorry, Freunde, die Folge wird heute ein kleines bisschen kürzer als sonst. Hat mir jetzt gerade ein bisschen, ja, die Zeit gefressen, weil die Bude kaputt war. Ah, dieser Todeswurm, er war nicht geplant. Sagen wir es mal so. Na gut. Tut mir leid, dass die Folge ein bisschen kürzer ist. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Komm. Und, ja, ich wünsche trotzdem einen wunderschönen Sonntag. Haust rein, mach's gut. Ciao.